Okay. Was ist das hier? Ein Schatz. Oh, gut. Dann müssen wir uns wohl... Na komm, Laufpferdchen. Den Gefahren stellen. Ich könnte eigentlich auch mal ganz spontan offscreen ein paar... Moment, Moment. Ich setz mal ab. Eiskalt. So, hoffentlich geht der Gaul nicht weg. Ich könnte offscreen eigentlich auch mal ein paar Dinger entdecken. Ein paar Aussichtspunkte. Okay. Hier gibt's einen Schatz. Kann man da rein oder was? Ach, was. Eine Waschbärmütze. Bisschen Tee. Hinweis analysieren. Was? Mehl, okay. Ach, ein Häschen. Bam, kaputt. Und häuten. So, das war mein Häschen. Okay, wo habe ich mein Pferdchen abgestellt? Wo ist mein Pferdchen? Da hinten. Hoffe ich doch mal. wo ist mein Pferd? Hallo, Pferd? Wo bist du? Wo ist mein Pferd? Okay. Wo ist mein Gaul? Verdammte Scheiße. Warum kann man den nicht rufen, so wie Plötze oder so? Pferd, zu mir! Wo bist du? Och nö, jetzt muss ich da... die ganze Zeit ohne Pferd rumrennen? Oder steht hier draußen vielleicht eins, so ganz zufällig? Ja, cool. Hui! Autsch. Hier, ich leih mir mal kurz euer Pferd aus, ne? Ja, hallo Häschen. Geh weg. Oh Gott. Gibt's hier nicht irgendwie eine Navigation oder so? Kamera spinnt auch ein bisschen rum. Wo gibt's hier irgendwo eine Brücke? Ich wollte sagen, war da nicht gerade ein Wolf? Ja, egal. Ach nee, ein Fuchs ist das. Oh, wie süß. Und wieder unsichtbar. Moin Jungs. Die Herren. Da ist wieder eine Feder, ich weiß, aber die lassen wir mal stehen. Oder fliegen, je nachdem. Wir sind in Lexington. Eigentlich schön hier, ne? Und auch noch nicht so zugebaut alles. Tag. Gut, wir galoppieren mal ein bisschen. Oh, Ausdauer von Pferden. Hier gibt es aber auch keine Ausdaueranzeige. Das finde ich ein bisschen blöd. Concord. Ne, wird nirgendwo angezeigt, dass es hier irgendwie eine Ausdaueranzeige gibt. Voll doof. Da war eine Katze auf der Mauer. Ach, wie süß. Und ein Hühnchen.
Wisst ihr was, liebe Leutchen? Ich mach mal eben ganz kurz. Knarz, knarz, knarz. Ja, ich weiß, lief Pferdchen. Hundi halt die Fresse. Wir klettern mal eben ganz kurz auf den Kirchturm hier oben hoch. Damit ich den Aussichtspunkt hier mal habe. Konoa. Kannst du da nicht hoch? Oder was? Ah, jetzt. Da haben wir gleich auch wieder ein schönes Thumbnail. Yeah. Leider steht er falsch rum. Egal. Hui. So. Ja, braver Gaul. Gut, wir haben die Stadt mal ein bisschen entdeckt. Friedelilüt. Niedlicher Vogel. Okay, wir müssen da hin. Markiere ich mir mal, dann kann ich das auch besser sehen. Ja, lauf. Lauf mal, mein Pferdchen. Ram, tam, 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 tam. Wo ist denn hier die nächste Abzweigung? Gehen wir mal die nächste links hier. So. Diamond Basin. Valley Forge. Mm. Sie sind jetzt inkognito. Echt? Jetzt kennt mich hier keiner mehr, oder was? So, 200 Meter noch. Oh, ein altes Fort. Cool. Die ganzen alten Kanonen. Guten Tag, die Herren. Wo sind wir denn hier? Amerikanisch. Ach, cool. Da ist die amerikanische Flagge noch ein bisschen anders. Da haben sie halt noch die europäische Flagge mit drin. Eigentlich ganz cool gemacht. Ups. Ja, Entschuldigung. Du standst halt im Weg. So, reden wir mal mit dem netten Herrn da drüben, der aussieht wie ein Napoleon. Fehlender Nachschub. Commander? Con. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. George Washington. Ein Mann der Wahrheit. Kann ich mit dem noch reden? Cool. Commander. Ich habe versagt, Connor. Sieh dich um, dann weißt du, wie wahr meine Worte sind.
Die Revolution schien einst eine gute Sache. Unser Streben edel und rein. Wir verlangten nur, was allen Menschen zusteht. Freiheit, Gleichheit und Respekt. Das Empire hätte uns danken müssen. Stattdessen führten sie Krieg. Einen Krieg, den sie nun vermutlich gewinnen. Ich wagte, von besseren Zeiten zu träumen. Sieh, was es gebracht hat. Solch dunkle Gedanken lähmen einen Mann. Doch nur, wenn er es zulässt. Sieh genau hin. Dort stehen Männer und Frauen zur Freiheit entschlossen. Solch ein Kampf ist nie leicht und verläuft nie ohne Opfer. Ich selbst fragte mich oft, ob ich daheim bei meinem Volk nicht glücklicher wäre, mit einem einfacheren Leben. Doch wenn ich meine Ziele aufgebe, wenn du deine aufgibst, wer nimmt dann unseren Platz ein? Und was geschieht mit den Menschen, die sich auf uns verlassen? Es ist nicht recht, dass sie leiden und ich nicht. Wenn harter Boden ihr Nachtlager ist, so soll er auch meins sein. Was ist mit dem Sturm? Wenn ich es nicht mit etwas Schnee aufnehmen kann, dann gibt es wirklich keine Hoffnung. Eine schöne Rede. Schöne Rede. Oh, cool. Oh. Scheiße, dass ich keine Kamera habe. Ich habe richtig Gänserot auf dem Arm. George Washington. Kann ich nochmal mit dem reden? Ich will so ein bisschen mit ihm quatschen. Gibt es etwas Neues? Nichts, Commander. Ich war nur neugierig, wie deine Assistenten sich schlagen. Ohne sie wären wir verloren. So einfach ist das. Dank Lafayettes Ausbildung verläuft unsere nächste Schlacht vielleicht nicht so einseitig. Hast du schon die Bekanntschaft von Casimir Pulaski gemacht? Bisher nicht. Das ist schade. Er ist ein weiterer Soldat aus Übersee. Ein Pole, der vom Rücken eines Pferdes kämpfen kann, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich will ihn zum Commander der Kavallerie machen. Und im Frühling, wenn der Kampf weitergeht, wird der Ansturm seiner Patriotenkavallerie die Rotröcke das Fürchten lehren. Ich freue mich auf diesen Tag, Commander. Ich mich auch, Connor. Ich mich auch. Boah, cool. Da lernen wir mal ein bisschen Geschichte kennen. Wahnsinn, also Hammer. Ich mag es, wenn sie so ein bisschen so geschichtsträchtige Informationen auch so sacken lassen. Zur verlassenen Kirche zurückkehren, okay. Mach ich gleich. Ich will nochmal mit dem Typen da quatschen. Hüpf. Ja. Lauf mal, lieber Connor. 12 Meter. Hier soll ich mit jemandem reden können, aber irgendwie steht der hier nicht. Steht er vielleicht hier irgendwo? Das ist ja witzig. Ich könnte jetzt mit jemandem quatschen, aber der ist nicht da. Das ist lustig. Okay, dann gehen wir mal zur Kirche. Was ist das hier? Ein Hausierer, okay. Hausierer, was ist das nochmal? Leute, ich leih mir mal eben mein Pferdchen, ne? Ja! Genau! Okay. Ab geht's. Durch die Mitte. Durch die Gitter mit Zartbitter. Der Hausierer ist auch nicht vorhanden. Quatsch, vorhanden. Hä? Also irgendwie ist das Spiel entweder verbuggt oder einfach nur doof. Die Karte zeigt mir an, dass er weiter entfernt ist. Und ja. Moment, Näschen juckt. Die Karte sagt mir, er ist weiter weg. Sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Oh, verlassenes Sperrgebiet. Müssen wir wahrscheinlich demnächst auch nochmal hin. Ganz kurz eben. Okay, wir sollen in der Nähe sein. Da ist er. Ah, siehst du?
Ja, kommt mir bekannt vor. Ach, man kann vom Pferd aus handeln. Ist ja geil. Dann verkaufen wir mal ein bisschen. Beschädigt. Oh, alle Gegenstände. Mach mal. Bams. Brauchen wir bestimmt nichts. Okay, Verbrauchsmaterial. Pfeile, Munition, ba. Fallen. Rauchbomben. Yay. Die können wir gebrauchen. Die sind cool. Giftpfeile, okay. Sind mir so. Wasserschierling genannt. Getränkt. Greift direkt das Nervensystem an und führt zu Lähmung, Bewusstlosigkeit oder zum Tod. Schön. Kann man da. Achso, da haben wir genug. Anscheinend. Giftpfeile, ja. Bams. Achso, das wird gleich aufgefüllt. Okay. Rauchbäumchen haben. Oder? Haben wir? Oder müssen wir die alle einzeln kaufen? Ich weiß es gar nicht. Hä? Inventar voll. Giftpfeile. Das ist voll, das ist voll. Fallen haben wir voll. Sprengfallen. Ah, hier. Haha, okay. Neuer Gegenstand gekauft. Köder. Können wir auch nochmal kaufen. Wer weiß, wozu die gut sind. Wurfpfeile. Ja. Munition. Bams. Haben wir auch genug jetzt. Hoffentlich mal. Und Pfeile haben wir eh genug. Gut. Verbrauchsmaterial. Mehr können wir auch nicht machen. Gut. Nur mal so ganz nebenbei. Können wir den auch irgendwie beklauen oder so? Nö. Gott. Aufsitzen. Dann Karte. Gehen wir jetzt mal. Na. Oh, blöde Karte, ey. So, gehen wir jetzt mal dahin. So, mein Gaul. Renn mal ein bisschen. Wir müssen noch 200 Meter reiten. So, ich hoffe, der Gaul kommt da auch durch. Hey. Und ich hoffe, der Gaul kommt da auch runter. Oh, du blödes Vieh. Komm. Und durchs Wasser. Tada. Kommst du da durch? Kommst du durch? Kommst du durch? Gaul ist so blöd. Ja, ist ja gut. Meine Güte, du blödes Vieh. Verlassene Kirche. Gut. Ich darf sagen, dass das Pferd blöd ist, weil das Pixel. Ein Pixelpferd ist. Nein, nein, absteigen. Okay, zerbrochene Weinflaschen. Noch mehr zerbrochene Weinflaschen. Heiliger Wein. Wahrscheinlich. Ein Grabstein, okay.